Seid jetzt mit dabei. Tobis Städtetrip. Butzbach, hautnah. Die tierischsten Dinge, die man hier in der Wetterau erleben kann. Halleluja! Das ist ja irre, hey! Los geht's, ab nach Hause, komm! Beeindruckend! Ja, herzlich willkommen! Also du auch, aber, ja, aber das Gebäude. Einzigartige Orte und Menschen, die man einfach gesehen haben muss. Yeah! Die schönsten und außergewöhnlichsten Geheimtipps. Also die Frisur, muss man sagen, das ist bis in 70er Jahre, aber man können es tragen, gell? Und oh, Halleluja! Oh Gott! Die besten und günstigsten Tipps für den eigenen Städtetrip nach Butzbach. Jetzt! Butzbach ist die Perle der Wetterau, sagen die Butzbacher über ihre Stadt. Das sind außergewöhnlich nette Menschen, sagen andere über die Butzbacher. Und ob das stimmt, das entdecken wir jetzt gemeinsam. Auf geht's! Butzbach liegt im Wetteraukreis, so ziemlich in der Mitte von Hessen und perfekt zu erreichen. Mit Bus, Bahn oder mit dem Auto direkt über die A5. Wir haben ganz viele Tipps bekommen, was wir uns angucken müssen in Butzbach über Facebook. Und einer dieser Tipps war, es gäbe die außergewöhnlichste Ferienwohnung in ganz Hessen hier in Butzbach. Die gehört der Franziska und dem Georg Dier. Und es wäre das erste Haus in der Stadtmauer. Eins. Hallo. Hallo. Bist du Franziska? Ich bin die Franziska, ja. Tobi, hallo. Tobi, hallo, Tobi. Richtig. Dann bist du der? Georg. Georg, hallo. Tobi, grüß dich. Grüß dich, Tobi. Hallo. Ich bin gerade am Gucken und versuche zu verstehen. Es war anscheinend kein Tippfehler. Weil ich habe gelesen, es ist das erste Haus in der Mauer. Genau. Und nicht an oder neben. Genau, in der Mauer. In den Schwibbögen, die man hier sehr schön sieht. Das da ist ein Schwibbogen. Das ist ein Schwibbogen, genau. Heißt schwebender Bogen und ist eine Befestigung von der Stadtmauer, damit man oben mehr Platz hat auf dem Wehrgang. Ah, das heißt, das ist ein relativ schmales Haus dann wahrscheinlich, richtig, oder? Richtig, genau. Wir können ja auch mal reingehen. Wenn wir reinpassen. Ja, wir müssen hintereinander gehen. Aber ehrlich? Kann ich da? Geh mal vor. Also ich laufe einfach mal. Ja, na, ja, wir kommen nach. Genau. Lukas, bist du da? Ich bin hier. Ja, hier sind wir in der großen Küche. Und man sieht hinten die Mauer. Das ist der Mauer, die Stadtmauer praktisch. Und wir sind jetzt hier mitten in einem Bogen drinne. Das ist die original Butzbacher Stadtmauer. Richtig. Das ist schon irre, oder? Genau. Die muss man schon mal nicht mauern. Das die war da. Das ist unsere Rückwand. Ja. Genau. Ach, guck mal, ist das schön. Und wir können auch in den ersten Stock gehen. Komm, wir gehen hoch. Ah, oh, das hat aber was. Ah, oh, guck mal da. Schlafen in der Stadtmauer. Genau, das hier ist, ja, ist das Schlafzimmer. Ja. Ja, diese Aussparung, das weiß mein Mann sehr gut. Diese Inschrift hat man gefunden während der Renovierung. Das ist 1849. Man weiß auch, wer das war. Das war ein Färber, deswegen hatte der auch Farbe. Hier haben die Leute gewohnt. Das ist heute aber luxuriöser geworden als damals wahrscheinlich, ja, oder? Zum Glück. Die haben zu zehnt hier gewohnt. Boah. So, ich stelle mich mal hier in die Ecke, weil das noch enger wird. Hey, das sieht ja aber geil aus, guck mal. Aber jetzt kann man den Bogen genau Das sehen. Ist ja wirklich fantastisch. Unter dem Bogen duschen. Das ist, also das habe ich noch nie gesehen. Tatsächlich sagen alle Leute, oh, wenn sie hier reinkommen. Ja, das ist wirklich eine Oh-Bude hier von oben bis unten. Ach, ist das schön. Sind wir schon ganz oben? Nein, wir können noch eine Etage höher. Ach, ist das Wohnzimmer? Das Wohnzimmer entsprechend, jawohl. Hier ist man jetzt direkt unter den Bögen. Da muss man nur aufpassen, wenn man sich hinsetzt. Dass man sich den Kopf nicht anhämmert. Dass man nicht, wenn man aufsteht, sich da dran stößt. Aber wenn man in Geschichte wohnt, das hat was, oder? Ja, aber noch ganz toll, wir können oben auf den Wehrgang, auf den alten. Von hier aus? Ja, hier die Treppe hoch. Die Stadt hat das freigegeben, dass wir das nutzen dürfen. Georg, gehst du Wollen mal wir hochgehen? Ja, klar. Die Treppe. Hier Adventure wohnen. Ist das schön. Was kostet das, wenn man die mietet, die Wohnung? 55 Euro am Tag. Oh,
Oh, das ist aber ein Schnäppchen. Und hier noch die Schießscharten natürlich aus der Stadtmauer heraus. Genau. Lukas, guck, hast du gesehen? Schießscharte. Ich werde verrückt. Wir wohnen friedlich, aber wenn es hart auf hart käme. Also das ist, glaube ich, wenn man sagt, man packt einen Schatz mal ein, eine Flasche Sekt und wir machen uns mal ein ganz romantisches Kuschelwochenende. Also im Sommer war das auch ganz toll, wenn hier Musik in der Stadt war. Ja. Man kann hier sitzen und draußen auf der Stadtmauer, das hat man nicht so oft, glaube ich. Jetzt mal vielen Dank. Ja, gerne. Toll, also das war... Gerne. Das ist neu, obwohl es uralt ist. Toll. Ein echter Geheimtipp, oder? Und ein perfekter Ausgangspunkt, um Butzbach zu entdecken. Über 26.000 Menschen wohnen hier in Butzbach und einige von ihnen im ganz kleinen Stadtteil Hausenös. Da fahren wir jetzt hin. Ein Paradies mitten in der Natur. Wir haben einen Tipp bekommen. In Butzbach gibt's was, das ist noch eine richtige Seltenheit in Deutschland. Und wir haben eine Verabredung mit dem Jochen. Und der Jochen ist Herrchen von ganz besonderen Hunden, von Huskies. Da ist aber Alarm hier, du. Jochen! Ah, hallo Tobi! Ach du lieber Gott. Was ist ja cool, dass du hier bist. Hi. Grüß dich, servus, bin der Jochen. Dürfen wir reinkommen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Alle gut gefüttert, kann nichts passieren. Okay. Hier, die sind bereit, oder? Die sind bereit, die wollen los, wir haben alles vorbereitet. Das sind Huskies. Das sind richtige Huskies, reinrassige Huskies. Die wollen nur laufen, laufen, laufen. Ja, geht heute eine kurze Runde. Normal laufen die in Schweden 300 bis 400 Kilometer. Im Ernst? Auf Schnee, genau. Okay. Wir setzen jetzt an zum Training. Okay. Runde durch den Hausener Wald. Kann ich mit? Ja, selbstverständlich. Hau dich einfach auf den Wagen, ganz gemütlich. Ja, rein. Dann nimm bitte Platz. Die Füße hier neben rein. Schön mit den Fersen reingedrückt. Wir starten mit dem 30er Schnitt, wird schon recht flott jetzt. Okay. Gut, dann gehe ich mal hinten drauf und wir öffnen das Tor. Ja. Buddy, Kamera für dich. Nehme ich mal mit. Achtung, hier ist noch einer an der Schulter, muss ein bisschen aufpassen. So, ja. So. Okay, Mäuse und alle. Ach du lieber Gott. Okay. Okay, das geht mal gleich voran hier. Fein, Mäuse. Halleluja. Das heißt, die müssen nicht laufen, die wollen, oder? Die wollen richtig, ja, die haben Dampf. Das ist gar kein Thema. Und wir gehen links, Mäuse. Links gehen wir, so ist fein. Okay. Jip, jip. Das ist ja irre, hey. Das hat was Friedliches und trotzdem so Power, oder? Andere haben da Harley. Ich fahre halt seit 30 Jahren mit meinen Hunden einfach. Um die Natur zu genießen, macht immer wieder Spaß. Wie bist du dazu gekommen? Jetzt liegt ja der Husky, also das liegt ja nicht auf der Straße. Ja, ist richtig. Nein, meine Frau, ihr Vater, er hatte immer Schlittenhunde. Er hat den Schlittenhundesport in Oberursel damals ins Leben gerufen. Ja, und somit, umso älter du wirst, umso mehr Hunde brauchst du, weißt du? Ist klar. So, okay, wir gehen voraus, Mäuse. Weiter, alles gut. Grüß dich. Servus. Und wenn du Kommandos gibst jetzt, hören da alle drauf und wissen Bescheid oder an wen gehen die? Nein, das ist der Leader vorne, die Sirli bei uns. Die kann die Kommandos links und rechts. Ja. Ich spreche sie auch nur direkt an und die führt uns das Team hier durch den Wald. Und die machen dann der Chefin hinterher? Genau, richtig, ja. Wir gehen rechts, Sirli, rechts hoch. Okay, so ist fein. Und weiter. Okay, so ist fein. Die Mäuse gehen rechts. Die Mäuse gehen rechts. Okay, komm, go, hopp. Yep. Das ist fantastisch. Ja, der Husky ist ein Rudeltier. Ist das Allerwichtigste für alle, die das toll finden. Bitte ab 2 Hunde aufwärts. Ein Hund alleine, der nimmt die ganze Wohnung auseinander, weil die Energie in den Hunden, die ist so toll, die nehmen dir alles auseinander, wirklich. Jochen, wir haben ja den Tipp bekommen, dass es dich hier gibt. Ja. Und da haben uns Leute auch geschrieben, das wäre toll für Kinder. Was machst du mit Kindern dann? Ja, die lernen den Umgang mit Hunden. Die lernen auch einen einzelnen Hund zu fahren, zu trainieren, Futter zubereiten. Ja, und somit haben die einen runden Nachmittag, den sie hier feiern können im Husky Camp. Außergewöhnlich, oder? Das ist sehr besonders, ja. Das ist auch sehr nachgefragt. Wir machen das für unser Hobby einfach. Ja. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen flott hier.
Und los geht's. Jupp, jupp. So, ist rein. Jetzt geht's aber voran, hey. Ja, jetzt geht's voran, das ist richtig. Holla, Entschuldigung. Alles gut. Oh, hier hat's aber einiges umgehauen. Kann das Ding umfallen? Nein. Ich frag nur aus Interesse. Also ich fahre seit 30 Jahren mit den Hunden. Ein einziges Mal hat es mich runtergehauen. Okay. Das geht immer ganz gut. Links rum, okay, weiter, weiter, weiter. Halleluja. Okay. So, Mäuse, auf geht's. Ab nach raus und komm. Jip. So ist fein. Oh, und die ziehen gerade. Ah, die Heimat ruft. Und wir gehen rechts. Rechts. Okay. Und steht, Mäuse, alles gut. Steht. Ja, mein lieber Schwan, hey. Du, jetzt ist es natürlich ein irres Ding, wenn man da durch den Wald bügelt. Ich glaube, schöner kann man nicht mit Hunden raus, wie du das machst. Aber du bietest dir auch Sachen mit den Hunden an. Was kann man da machen? Das ist richtig. Wir machen einmal diese Gespannfahrten hier. Das Tollste, was du mit so einem Hund erleben kannst, ist einfach eine Tracking-Tour. Ein Hund an einem Bauchgurt, du kriegst eine Ausrüstung und dann geht's. Ja. Da läuft man dann? Genau, da läufst du mit Hund. Die kleinste Runde 10 Kilometer. Oh. Du spürst die Kraft der Hunde, 300 bis 400 Kilo Zugkraft. Also du hast garantiert 3 Tage Muskelkater. Sollten auch nur sportliche Leute sowas buchen. Und wenn es nicht mehr geht, dann holen wir die Leute auch wieder zurück aus dem Wald. Okay, das ist hilfreich. Das ist natürlich in Sachen Gassi gehen die Champions League. Ne? Da gibt es mal gar nichts. Jochen, vielen Dank. Ich versuche das meinen 2 Hunden zu Hause mal vorzuschlagen, dass die mich durch die Prärie ziehen. Gute Idee. Du, ich danke dir. Danke, wirklich, dass du hier warst. Und danke an euch. Danke, Rudel. Ihr wart toll. Wer auch mal mit diesen unfassbar schönen Tieren eine Gespannfahrt erleben will, 95 Euro kostet eine komplette Tour bei Jochen mit allem Drum und Dran. Raus aus der wunderschönen Natur und zurück in die wunderschöne Altstadt von Butzbach, das ist ein echtes Fachwerkparadies. Das ist schon ein schönes Städtchen, oder? So viel Fachwerk und so viel Geschichte und Geschichten dahinter. Und diese Geschichten, die kennt die Dagmar Stork. Mit der bin ich verabredet, nur Urbutzbacherin hier vorm Rathaus. Ach, da ist er. Hi. Hi, grüß dich. Tobi. Herzlich willkommen, hallo. Dagmar. Hi, du zeigst mir dein Städtchen. Jawohl. Und was hast du für ein schönes? Ja. Ach, toll. Kann man schon sich anschauen, ne? Ist schön. Bist du Urbutzbacherin? Ich bin Urbutzbacherin, ja. Mit fast 400 Jahre Verwandtschaft sozusagen. Ach, das ist mal ein Butzbacher Stammbaum. Das ist ein Stammbaum. Ja, mit Leib und Seele. Ist belebbar. Okay. Dann gehen wir es an? Ja, gehen wir es an. Dann hast du eine Idee, was man früher gesagt bekommen hat, wenn man eine Stadt gesucht hat, den Weg nicht wusste, Navi gab es auch noch nicht, wie man am besten hinkommt? Nee. Immer der Nase nach. Der Nase nach? Mhm. Das hatte mit den sanitären Verhältnissen zu tun. Und da haben wir hier noch ein wunderbares Anschauungsbeispiel. Das hat gestunken. Sogenannter Klumpsklo. Wo ist das? Das rausgebaute da? Was ist jetzt hier? Oh, geht ja schwer hier. Da sieht man es noch mal perfekt. Ja, und da fiel dann alles runter und lief natürlich hier dann auf die Gas, okay, sozusagen. Die war natürlich auch dementsprechend so halt angerichtet. Also praktisch so gebaut, dass man halt sehen konnte, halt in der Mitte konnte man trockenen Fußes laufen und rechts und links waren die Ablaufrinnen, wo dann alles abfloss. Das hier war auch mit praktisch, Gefälle. Aber es hat gestunken wie die Hölle. Hat gestunken ohne Ende, ja, und das war lange so, weil also Wassertoiletten gibt es eigentlich erst ab 1900 in Deutschland. Später Luxus. Also war schon lang und das war aber schon Luxus, weil man hat es ja im eigenen Haus. Die anderen Leute mussten halt den Hof oder irgendwohin sich einen teilen halt. Dann. Ja, dann lieber so. Ja, und das Ganze halt, also diese Ablaufrinnen halt, die nennen sich halt Gosse und von daher kennst du auch den Ausdruck, ja, wenn man halt zu nichts taucht, dann landet man in der Gosse. Ja. Dann gehen wir aus der Gosse raus, komm, genau. Du tauchst da raus. Ja, wir Butzbacher, wenn wir in Urlaub gefahren sind, sind wir oft darauf angesprochen worden, naja, habt doch einen Knast und ihr habt die Deli Bar. Das war ein gewisses Etablissement, was hier in Butzbach viele Jahrzehnte halt sehr erfolgreich war. Das war im Ursprung ein Fachwerkhaus, was an dieser Stelle stand und vergleichbar mit dem Nachbarhaus. Ist 2008 dann abgebrannt, könnte man sagen. Das Programm, was da drin lief, war etwas zu heiß. Zu hot. Ja, also wir waren... Also wir reden über klassisches Rotlichtmilieu. Ein Rotlichtmilieu, aha, ja. Und dieses Etablissement war so berühmt in ganz Deutschland, dass also sogar die Herren der Bars aus Hamburg von der Reeperbahn hierher kamen, um sich noch etwas abzuschauen. Ach, cool. Und da habe ich auch noch mal das Programmheft dabei.
Das ist also ungefähr aus der Zeit von 1970. Ja. Also man muss überlegen, dass die 60er, 70er Jahre noch sehr prüde waren. Und wenn man dann halt natürlich das sieht, dann sieht man, also im erotischen Bereich war Butzbach Weltstadt. Jacqueline Porsche, Corinna Mercedes. Das sind einfach mal klangvolle Namen. Hier, aber guck mal, Lisa Andrea aus Italien, aus Belgien. Was sie gemacht haben, natürlich auch. Non-Stop-Erotik-Show. Hier, Sandra Martino, angeblich aus Madrid, hat Perversitäten am laufenden Band mitgebracht. Da ist die Nation natürlich durchgedreht. Das in einer prüden Zeit, die ohne Ende war. Und deswegen war Butzbach natürlich dann wirklich deutschlandweit bekannt. Nur Sauereien hier, du. Also da ist so einiges los gewesen und es sind halt auch sehr viele Geschäftsabschlüsse hier getätigt worden natürlich. Ja, na klar. Ich gehe da nicht wegen den Frauen hin, wegen Business. Ja, Networking jetzt hat man gemacht. Also ist leider nicht mehr machbar. Ja, jetzt zeige ich dir meinen Lieblingsplatz in Butzbach. Ganz nah vom Marktplatz und trotzdem eine Idylle. Die Butzbacher Evangelische Markuskirche. Und da gibt es eine Besonderheit im Kirchturm. Also wir haben dort noch in diesem Geläut zwei Glocken, die stammen original aus dem 14. Jahrhundert, also aus der Zeit der Stadtgründung. Ja. Also sie sind 700 Jahre alt. Ganz alte Mädchen. Und das ist was ganz Besonderes, weil man weiß ja, dass halt die meisten Glocken eingeschmolzen wurden dann halt. Also es ist was Kostbares halt auch. Ja, und du bist ein Mädchenmensch, du benutzt die modernen Mädchen. Das ist ein altes Medium sozusagen. Ja. Dort hat man dann halt wichtige Nachrichten, die man den Menschen halt öffentlich machen wollte, hat man halt mit der Glocke angekündigt. Also man hat das an die große Glocke gehängt. Ach, da kommt das her. Du machst das mit Facebook heute, machst Werbung für die breite Masse und ja, das ist halt natürlich da. Wurden die Menschen gerufen halt, wenn was Wichtiges passiert war, wenn halt ein Feuer war oder irgendwas halt, man kam zusammen. Das heißt, das ist die früheste Variante von Instagram im Prinzip da oben. Ja, oder Facebook. Genau. Ja. Dagmar, vielen Dank, dass du mir dein Städtchen so toll gezeigt hast. Ja, bitteschön. So. Und guck, wieder was gelernt. Aber hängt es nicht an die große Glocke? Übrigens, eine komplette Stadtführung durch Butzbach kostet 4 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Jugendliche und Kinder. Aber nicht nur die Stadt hat viel zu bieten, auch die Butzbacher selbst haben hier richtig was drauf. Es gibt in Butzbach einen ganz besonderen Verein. Und mit dem sind wir jetzt verabredet. Und zwar am Marktbrunnen. Und ich glaube, sie sind in Mannschaftsstärke da. Wir suchen die Elke. Entschuldigung, ich suche die Elke. Die Elke? Die Elke ist die mit dem roten Topf. Elke? Ja, hallo. Tobi, hallo. Hi, ich bin die Elke. Hier ist ja mal richtig Alarm. Was macht ihr? Wir stacken. Wir betreiben Speedstacking. Speedstacking heißt Geschwindigkeits... Heißt Schnellstapeln. Schnellstapeln. Einfach Schnellstapeln. Ja, es geht darum, eben diese Pyramiden auf Zeit auf- und abzubauen. Und wer der Schnellste ist, gewinnt. Wir betreiben das jetzt seit 15 Jahren hier in Deutschland, also in Butzbach. Wir haben das von Amerika rübergeholt. Traditionsverein. Wir sind Traditionsverein. Wir haben mal gesagt bekommen, ihr seid der FC Bayern, der Speedstacking-Vereine in Deutschland, genau. Und haben sehr viele Weltmeister in unserem Verein, sehr viele deutsche Weltmeister. Weltmeister, ja. Unsere aktierende Weltmeisterin Lisa steckt da vorne. Vielleicht magst du immer zuschauen. Ja, klar. Genau, die ist noch ein bisschen schneller als ich. Die Lisa ist auf der linken Seite, ihre Schwester Lara rechts. Weltmeisterin. Ja. Hallo. Glückwunsch erstmal. Danke. Eine Weltmeisterin. Ja. Wo bist du Weltmeisterin geworden? In Spanien. In Spanien bei der Speedstacking-WM. Ja. Wie geil. Kannst du mir das mal zeigen? Ich habe eben schon zugeguckt, ich kapiere es aber halt null. Soll ich es erstmal langsam zeigen? Ja, vielleicht. Ach, das ist langsam. Das ist langsam, ja. Das ist langsam, okay. Habt ihr es auch gesehen? Habt ihr es auch nicht verstanden? Okay, mach nochmal. Unfassbar, oder? Kann ich mal, also eigentlich traue ich mich nicht, weil ich mich zum Depp mache. Ja, mit der rechten Hand einen Becher nach rechts, mit der linken Hand den anderen oben drauf. Damit rechts. Langsam nochmal. Also, runter, drauf, richtig. Dann wieder rechts. Runter, drauf. Genau. Also ich muss, ja. Genau. Hey, ich bin Weltmeister im Slow Stacking. Yeah. Mach nochmal.
Was? Ey, krass. Aber so Partner-Stacking oder so gibt's nicht. Doch, das gibt's auch. Ach, gibt's auch, nee. Wirklich? Da darf halt jeder nur eine Hand benutzen. Was gibt's denn? Hier, größten Respekt. Größten Respekt. Schwestern, oder? Ja. Wie viel Zeit verbringt ihr zu Hause an Bechern? Das ist schwierig. Also wir trainieren einmal die Woche im Verein, ja? Und vor den Turnieren halt daheim noch ganz oft. Wie hart ist die internationale Konkurrenz gewesen in Spanien? War das ein knappes Ding? Ja, aber mega. Saugeil. Hier dann, vielen Dank. Ich werde noch sehr, sehr lange brauchen, bis ich auch nur annähernd Geschwindigkeit hinkriege. Von echten Weltmeisterinnen machen wir uns jetzt auf, um echte Ritter zu entdecken. Die soll es hier wirklich geben. In dieser alten Kirche im Butzbacher Stadtteil Niederweisel. Markus Franke. Jawohl. Hallo Tobi. Schön, dass du da bist. Das ist ja Hallo. Beeindruckend. Ja, herzlich willkommen. Also du auch, aber, ja, ich aber das Gebäude. Ja, das meine ich nämlich auch. Eine der ältesten Kirchen von Deutschland, die Komturkirche hier in Niederweisel. Warum ist die so dunkel da unten an den Steinen? Ja, früher hat man mit dem gebaut, was es vor Ort gab. Und der Vogelsberg ist ja das größte vulkanische Gebiet hier in Mitteleuropa. Und die Vulkane sind zwar schon lange erloschen, aber das, was sie hinterlassen haben, das diente früher eben als Baumaterial. Das vulkanische Gestein. Richtig. Alt. Uralt. Uralt. Ja. Wollen wir rein? Ja, klar. Das ist... Schon beeindruckend. Ich rede automatisch leiser in Kirchen. Guck mal da. Okay. Das ist das geistliche Zentrum des Johanniterordens. Also, hier treffen sich alle Ritter einmal im Jahr um den Johannistag, um neue Rechtsritter zu schlagen. Auf was ganz Besonderes möchte ich hier hinweisen. Das Loch hier in der Decke ist natürlich nicht da, weil das jetzt einsturzgefährdet ist oder weil da mal ein Stück rausgebrochen ist, sondern das ist so eine Art Multimedia des frühen Mittelalters. Multimedia? Ja, so war das damals. Hier unten war die Kirche, hier wurden die Gottesdienste abgehalten, gesungen, gebetet und oben haben gemäß dem Auftrag der Johanniter den Glauben verteidigen und Armen und Kranken zu helfen. Kranke gelegen. Das war ein Hospiz. Und damit die Kranken diesen beschwerlichen Weg die Treppe hinunter nicht nehmen mussten, konnte man hier oben im Hospiz einen Deckel entfernen und so konnten sie den Gottesdienst von hier. Das ist eine Art Live-Übertragung, oder? Ganz genau. Das ist was, absolute Live-Übertragung. Absolut toll. Du, jetzt hilf mir aber nochmal, was hat das mit diesen Rittern auf sich, mit dem Ritterschlagen? Ja, also es gibt 4300 Rechtsritter des Johanniterordens auf der ganzen Welt verstreut. Ja. Und hier in der Komturkirche zu Niederweisel werden einmal im Jahr um den Johannistag herum noch weitere Rechtsritter geschlagen. Und hier haben wir mit dem Herrn Meier Brettschneider einen echten Johanniter-Rechtsritter sitzen. Oh, okay. Hallo? Wie begrüßt man einen Ritter richtig? Nein, also ich glaube nicht, dass mir irgendeine besondere Begrüßung dazu einfallen würde. Ich möchte auch gerne betonen, dass ich ein ganz normaler, weder adelig noch sonst irgendwie bin. Aber dennoch ist natürlich die Aufgabe des Ritters irgendwo, man wächst da natürlich hinein. Es ist jetzt keine, wie sagt man, eine Art Show, sondern es ist tatsächlich ein innerer Glaube, der dahinter steckt. Und wie macht man das? Bewirbt man sich darum? Wird man ausgewählt? Wird man ernannt? Wie funktioniert das? Also im Prinzip, eigentlich, sagen wir so, Ritter kann jeder werden, der sich zum evangelischen Glauben bekennt. Das ist unsere Voraussetzung, auch aktiv im evangelischen Glauben lebt. Er wird dann angesprochen, normalerweise, also in meinem Fall war das so, das war aus der Familie, wird man angesprochen von einem Ritterbruder und geht dann erstmal, hat dann vorbereitende Veranstaltungen, wo man auch begutachtet wird ein bisschen. Ja. Und dann, wenn das alles
in Ordnung ist, dann wird man zum Ritter geschlagen. Und dann hat man natürlich auch weitere Aufgaben, sich immer gemäß dem Ordensauftrag auch den karitativen Sinne betätigen. Und wenn man zum Ritter geschlagen wird, also ist das, ich kenne das aus Filmen, der König mit Schwert und man kniet, ist das so? Es ist tatsächlich so. Also wir haben da vorne ein Schwert, sozusagen das Schwert, was unser Herrenmeister, der oberste Repräsentant des Ordens, benutzt, um jedes Jahr Ritter zu schlagen. Ich kann Ihnen das mal zeigen. Das ist also ein Schwert. Das ist natürlich eine hohe Symbolkraft. Das heißt tatsächlich, er wird rechts und links natürlich von oben nach unten zum Ritter gemacht. Das ist dann aber wahrscheinlich, wenn das so ein besonderer Moment ist, auch ein besonderes Schwert, oder? Das ist ein Schwert, was in der Tat schon bereits in Malta verwendet wurde und ist damals nach der Überlieferung nach aus Malta hier geschmuggelt worden, ist also ungefähr aus dem 14. Jahrhundert so. Dieser Moment, das heißt, Sie haben hier in dieser Kirche gekniet und dieses Schwert auf Ihren Schultern gespürt. Was ist das für ein Moment? Das ist war für mich, sage ich mal so, ein sehr, sehr ergreifender Moment, weil es einfach in Übereinstimmung bringt, das, was man selbst leben möchte, nämlich auch im Sinne des Glaubens zu leben, dass man das sozusagen auch noch, dass das noch mal dokumentiert wird nach außen. Und das ist eine ganz große, ein sehr bewegender Moment eigentlich. Vielen Dank für wirklich neue Einblicke. Das war mir gerne so nett. Markus, vielen Dank. Danke auch. Ja, und vielen Dank für die Zeit. Gerne. Ja, toll. Merci. Übrigens, direkt neben der Komturkirche haben die Johanniter ein Hotel für alle Gäste, die mal über Nacht bleiben wollen. Zurück in die Innenstadt von Butzbach. Hier im Zentrum ist wirklich alles fußläufig. Und wer zu Fuß unterwegs ist, der kann auch viel mehr stöbern und entdecken. Guck mal, das Goldstück hat offen. Was ist das? Das ist ein Kaffee. Oh, guck mal. Hallo. Hallo. Hallo, guten Tag. Hi, willkommen. Hallo. Grüßt euch. Hi. Hi. Wir wollten mal reinschnuppern, weil wir nicht wussten, was es ist. Hi. Das ist ja schön. Tobi, grüß dich, ich bin Kerstin. Hallo, Kerstin. Hi. Bist du das Goldstück? Ja, genau. Was ist das? Ich dachte erst, es wäre ein Kaffee, aber es ist keins. Nein, aber wir haben Kaffee. Richtig lecker Kaffee zum Probieren. Ah. Ich habe einen Concept Store mit verschiedenen regionalen Herstellern. Ja. Besonderheiten, kleine Geschenke. Schönes für klein und groß. Ach, das ist ja toll. Kann jetzt jedes Alter was finden. Wie lange bist du schon da? Jetzt die fünfte Woche. Ah, ganz frisch. Ganz frisch, ganz frisch, ja. Oh Gott, was ist denn das? Ach ja, guck an. Das ist schön. Das ist so für die kleinen Mäuse. Zum Füttern. Ach, verstehe. Ah, was die Oma immer gemacht hat, es gibt's endlich wirklich. Ach, guck mal da. Achtung, der Flieger kommt. Wie macht er? Ah, das ist ja süß. Ja. Ach, guck da. Wir sind schon draus aus dem Alter. Ja. Zum Glück. Habt ihr auch damit gegessen? Nein. Nein, ging auch ohne. Da gab's sie noch nicht. Ah, das ist ja süß. Und was hast du da für Flaschen stehen? Oh, das ist ein ganz hippes Teil. Das sind die Soul Bottles. Was macht die Soul Bottles zur Soul Bottle? Die sind besonders toll hergestellt. Hier hast du immer so ein bisschen Argumente für die Soul Bottle. Die werden in Deutschland hergestellt. Die schleppen die ja einfach so nett neben sich durch die Straßen, so lässig locker. Das ist keine Flasche, das ist ein Accessoire. Ja, genau. Oder? Genau. Und es wird total gerne auch angeschaut, mitgenommen. Ich habe mir die große hier hingestellt, damit ich auch zu meinem Wasserhaushalt während der Arbeit komme. Die bringe ich der Tanja mit. Das ist meine Morningshow-Kollegin. Ja, die ist auf sowas steht die. Das, oder? Da freut sich das Mädchen. Ja, sehr gut. Ganz bestimmt. Den nehme ich dann schon mal. Ach, wie schön. Und war das dein Traum schon immer? Irgendwann habe ich in Butzbach einen Laden oder wie bist du hier gelandet? Ich wollte schon ewig lang einen Laden machen, aber es hat bisher nie so hingehauen. Und wir sind erst nach Butzbach gezogen, vor circa 6 Jahren. Ja. Und ich habe gedacht, Butzbach braucht sowas. Ich liebe Butzbach. Ich gehe unheimlich gern Kaffee trinken, Eis essen. Wir haben ja auch viel. Aber sowas gab es noch nicht. Und die Butzbacher sehen sich nach schönen Sachen. Ja, wie nett, gell? Ja. Ah! Was ist das? Fein. Regional aus Seligenstadt, der Private Gin. Du kannst dir deinen Gin selbst kreieren. Alle möglichen Flavor zusetzen und deinen Tobi-Gin kreieren. Das ist eine Art Selbstbaukasten, oder was? Ja, richtig. Ganz genau. Darf ich mal rausnehmen? Natürlich.
Ich habe es meinem Mann vor 2 Jahren geschenkt. Und hat er gebastelt? Kriegst du hin? Ich will es nicht kaputt machen. Das ist die Basis? Ja, und dann im Grunde sagst du, oh, ich will rosa Pfeffer oder Orange. Eine kleine Note. Und du entscheidest, mit was dein Gin kreiert wird. Nur mal angenommen, irgendjemand würde nach einem Geschenk für mich suchen. Es wäre eine gute Idee. Lukas, wenn du wieder auf der Suche bist nach einem Geschenk für Tobi, das wäre gut. Und jetzt hast du gesagt, die Idee gibt es schon länger, irgendwie so einen Laden zu machen. Ja. Ich glaube, damit bist du ja nicht alleine, ne? Mit so Träumen. Nein. Warst du schon immer Unternehmerin oder hast du immer gesagt, jetzt? Ach, gar nicht. Ich bin Pädagogin und habe in der Familienbildung gearbeitet und in der Jugendhilfe. Gar nicht. Ich habe mir alles selbst zugetragen jetzt und mir die Leute gesucht, die mitmachen. Ich habe tolle Sachen. Ich habe Schmuck aus Wölfersheim, Leckereien aus der Pfalz. Ja, ich habe einfach mal geguckt, was so geht, was man so machen kann. Und dann habe ich es gewagt. Gut, manchmal lohnt sich, ne? Ja. Genau. Toller Laden und toller Name. Träume gesucht. Ja, na klar. Goldstück, was ein schöner Name. Ja, mein Goldstück. Dein persönliches Goldstück. Ja, super. Kerstin, dann vielen Dank für die Blitzführung und ich nehme die Bottle mit. Gerne. Und jetzt muss ich mich aber ein bisschen beeilen, denn wir sind verabredet. Vorbei am Butzbacher Landgrafenschloss und rein in den Städtetripoli. Wir haben eine Verabredung mit dem Daniel. Der wird uns nämlich jetzt Butzbach aus einer ganz speziellen Perspektive zeigen. Kann jeder machen übrigens. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich auch. Unsere Perspektive, Lukas, siehst du schon? Steht dort. Das wird Wahnsinn. So. Gucken wir mal. Daniel! Hi! Ah, da ist ein Daniel. Hallo! Hi! Grüß dich. Tobi. Daniel. Lukas. Servus. Hi. Das ist unser Gerät. Ja, mit dem wir heute fliegen, genau. Okay. Das ist ein klassischer Segelflieger oder was ist das? Ja, genau. Also es ist ein Segelflugzeug. Allerdings ist es genauer gesagt ein Motorsegler. Das heißt, wir haben noch ein Hilfstriebwerk hinten drin. Ein Hilfstriebwerk? Ja, das ist ein sogenannter Flautenschieber. Ach, das Flautenschieber. Nennt sich das? Ja, das heißt, wenn wir mal auf Strecke fliegen oder so, dann können wir den raus, also das quasi ausfahren, geil, um halt wieder zum Platz zurückzukommen und nicht außen landen zu müssen. Hier ein Megawort gelernt, Flautenschieber. Okay, das heißt, auch wenn gar nichts mehr geht oben, wir werden safe. Genau, wir haben eine Möglichkeit, zum Platz zurückzukommen. Ja, immer als Backup. Ja, tipptopp. Das beruhigt mich schon mal sehr. Du hast es schon mal gemacht? Ja, genau. Mehrfach? Ich fliege jetzt das 9. Jahr, ich bin Fluglehrer. Also, entspannt mich sehr. Okay, was muss ich wissen? Ja, also das Erste ist der Fallschirm. Das ist ein sogenannter selbstauslösender Fallschirm. Das ist heißt, schon mal sehr gut. Ich muss nichts machen. Du musst eigentlich dann nur rausspringen im Endeffekt. Ja? Mhm. Kannst du mal aufziehen wie ein Rucksack. Was mich ein bisschen nervös gemacht hat, ist der Satz, du musst nur rausspringen. Wenn was sein sollte, passiert aber sehr, sehr selten. Ja. Dass das musstest vorkommt. Du schon mal? Nee. Nee, musste ich noch nicht. Nee. Will ich auch nicht. Also. Gut. So. Du musst nur rausspringen. So, Beinchen oben drüber. Genau, perfekt. Wegen dem Rausspringen wollte ich noch mal fragen. Ja. Also wenn das Rein schon so schwierig ist, na gut, okay. So, okay. Oh, da sitzt man aber. Aus! Da sitzt man aber ganz bequem hier. Haben jetzt hier 1000 Meter Stahlseil. Haben hier am Ende der Landebahn siehst du unsere Winde stehen. So, das Seil strafft sich. Ach du Scheiße. Boah, Halleluja. Oh Gott. Wir sind mal frei. Eieieiei. Wie lange brauchen wir denn, bis man das machen kann, was du gerade machst? Also circa 2 Jahre bis zum Schein, da darf man auch schon Gäste mitfliegen dann. Okay. Was muss man da investieren an Kohle? Bis zum Schein so ungefähr 1000 bis 1500 Euro ist schon realistisch. Man kann es natürlich teurer machen, aber so 1500 sollte man schon einplanen. Habe ich mir teurer vorgestellt. Gut, Vollgas.
Das ist fantastisch, Daniel. Ja, ist mega, ne? Wirklich total geil. Das lohnt sich sowas. Wie, es ist erstaunlich, wie schnell man diese Höhe hat, gell? Ja, das ist krass. Ja, es war jetzt nur mit Motor. Mit der Thermik geht es teilweise schneller. Das ist dann wie im Fahrstuhl. Ja. Oh, Halleluja. Oh Gott. Alles gut? Ja, ja, ja. Daniel, was kostet das, wenn du dann jemanden mitnimmst? Das kostet 15 Euro. Das ist jeden Cent wert. Wirklich. Sau gut. Vielen Dank fürs Mitfliegen. Dir vielen Dank. Ein Traumpilot. Wirklich. Und ein Traumblick auf Butzbach von oben. Perfekt, oder? Nach dem Segelflug mache ich mich weiter auf den Weg. Denn direkt neben dem Flugplatz vom Aeroclub Butzbach geht es für uns jetzt mitten in den Wald. Berthold Antoni? Ja, hallo. Servus. Hi. Hi. Feuerstückchen. Ja. Hi. Na, wie geht's? Gut? Sehr, sehr gut, ja. Prima. Okay. Wo sind wir denn hier gelandet? Ja, mitten im Butzbacher Stadtwald. Ja. Auf dem ehemaligen Truppenübungsgelände der Amerikaner. Das war mal ein Truppenübungsplatz? Ja, teilweise. Hier hat es begonnen. Und man sieht das ja auch noch an den Überresten, die hier so in der Gegend rumliegen. Was? Ne? Ach so, was ist denn das? Ja, stell dir mal, das haben die Amis hier liegen lassen, wie sie fast sind. Und alte Panzerkette. Das ist so, ach, das ist von einem Panzer? Das ist von einem Panzer, ja. Krasses Teil, gut, ja. Und da bewegt sich aber nichts hier, du. Eher nicht, ja. Mit einem großen Traktor vielleicht. Krass. Und das heißt, hier sind die Panzer gefahren und haben übungsmäßig geschossen? Die Amerikaner, wie wir noch jung waren, als Kinder und Jugendliche, sind die noch hier oben rum, ja, und haben geübt. Ja. Das war dann wahrscheinlich als Butzbacher Bub Abenteuer, oder? Ja, wenn wir dann aus den Dörfern, aus der Umgebung hierher kamen, klar, haben wir mal geguckt, was die hier treiben, ja, logisch. Und wie ist denn das jetzt? Also kann man da problemlos laufen, oder? Ja, das ist kein Problem, kein Risiko. Alles keine gut. Granaten, nein, oder sonst alles gut. Dass man da vorsichtig... Nein, alles vorbei. Ja. Okay. Jetzt hast du gesagt, du hast was ganz Spezielles, was du mir zeigen willst. Ja, also ein Stück weiter oben im Stadtwald direkt drin noch, eine ganze Ecke, ja, vielleicht eine kleine Überraschung. Ja, dann können wir mal gerne hingehen, gucken. Ja. Lass uns mal überraschen, na klar. Ja, auf. Alles gut. Okay. Na. Ja, was ist das denn? Ja, das ist unsere Herde schottische Hochlandrinder hier im Butzbacher Stadtwald. Ja, guten Tag. Ja. Hier unser Sohn Markus. Du bist aber kein schottisches Hochlandrind. Nein, Markus. Tobi, grüß dich, hallo. Ja, sind die schön. Wunderbare Tiere, oder? Ja. Ach, guck dir die an. Schottische Hochlandrinder. Ja. Das heißt, die sind an Schnebel und Kälte gewohnt? Eigentlich ja. Die Wohlfühltemperatur minus 10 bis plus 10 Grad oder plus 15, ja. 20. Ja, alles gut. Kann man da reinziehen? Ohne weiteres, können wir gerne machen. Ja, kein Problem. Ich denke, du bist mutig. Also von daher, alles gut, wir probieren es. Markus, geht's? Komm her, ich mach zu. Kannst du da einmal nehmen. Sind da, wie sagt man, da sind da Stiere dabei? Nein, oder? Im Moment nur die Mutterkühe mit zwei Kälbern bis jetzt. Und die Mamas haben auch Hörner? Ja, das sind die, das sieht man ja, ja. Und die Jungrinder, die sind ohne Hörner. Das sind aber dann Kreuzungen mit Galloways. Ach, du hast was zu knabbern dabei? Ja, ich habe ein paar Brötchen mitgebracht. Darf ich mal? Ja, natürlich. Können wir mal gucken, ob sie herkommen. Können wir mal probieren. Guck mal da. Oh, sie dreht mich. Guck mal, komm her. Da, fein. Schau mal da. Ah, guck mal, da hat eine Idee für, wenn es ist. Fein. Ja, guck da. Ja, guck mal da. Ja. Vielleicht den Nerven. Guck mal da. Ah, guck mal. Lukas, guck mal, die frisst mir aus der Hand und achtet auf die Zunge. Guck mal, die hat eine schwarze Zunge. Ah, jetzt habe ich es fallen lassen. Ich stepp es. Na, komm hier. Ja, so Aug in Aug. Wie schwer sind die denn? Ah, die wiegen so ungefähr 500 Kilo, 550. Hier, schöne Bröckchen. Ja. Also die Frisur, muss man sagen, das ist so bis in 70er Jahre, aber man... Passt, gell? Ja. Die können es tragen, gell? Und wieso habt ihr die jetzt genau hier hingestellt?
Ja, das ist ja eine Pflegemaßnahme hier von der Stadt Butzbach im Rahmen von einer Ausgleichsmaßnahme. Und die halten halt hier die Landschaft offen. Ja. Also die fressen quasi das weg, was eigentlich unerwünscht ist. Ah, und okay. Das ist ein Standort, der ist absolut ja, mager. Und gerade für diese Rasse ist das optimal. Ne? Das heißt, das sind die haarigsten Landschaftsgärtnerinnen Hessens? Fast so ähnlich, könnte man sagen. Ja. Sie werden halt nicht geschoren. Ja. Ich meine, für Spaziergänger ist ja auch ein Hingucker, oder? Wenn, so wenn man es, die Mädels so da es. Sieht. Ich denke mittlerweile, für, auch für die Putzbacher hier. Mit Top-Frisuren? Passt, ja, ja. Wie im echten Leben. Ja. Ja, so schöne Mädels. Ach, toll. Berthold, dann danke ich dir. Danke auch. Markus, lass ich fürs Kuh füttern dürfen. Gerne. Ja, macht's gut. Tschüss, Mädels. Sind das außergewöhnliche Tiere, oder? Und was für ein magischer Ort. Mitten im Butzbacher Wald. Hier kann man perfekt wandern, auch zu unserer nächsten Verabredung, einen Kilometer weiter. Was ein toller Blick auf Butzbach hier, oder? Direkt aus dem Schrenzerbad. Und wir haben ein Date, Lukas. Und zwar sind wir verabredet am Fass. Ich glaube, da oben muss es sein. Ich sehe ein bisschen komisch aus. Also ich meine auch wegen der Klamotten. Das hat aber einen Grund. Wir haben eine Verabredung mit dem Markus. Und der hat gesagt, ich soll bitte im Bademantel kommen. Es wäre nötig für das, was wir jetzt machen mit diesem Fass. So, ein Fass. Markus? Hi, Tobi. Guck mal, ein Fass, ein Markus, da haben wir alles. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Grüß dich. Hi. Ja. Was ist das für ein Fest hier? Das ist unser Fass. Was? Das Wein? Nein. Nicht. Diesmal kein Wein. Dieses Fass kannst du mieten und da drin saunieren. Das ist eine Sauna? Das ist eine Sauna. Mobil, angeheizt und ich wollte gerade einen Aufguss für die Mädels machen. Ach, die ist an? Die ist an. Komm, lass uns mal gucken. Lass uns mal gucken. Hallo. Hallo. Dürfen wir, ich frage also, dürfen wir reinkommen? Ja, sehr gerne. Ja, okay. Lukas, komm, wir dürfen mal rein. Hi. Das ist aber muckelig hier. Hallo. Oh. Ah, das ist aber. So, warte mal. Das ist gut. Hi. So, ja, wir haben wunderbar angeheizt. Wir haben hier 80 Grad drin. Hier, das hat was. Ach, wie schön. Und das hängst du einfach ans Auto und fährst hin, wo sie gebaut wird. Ganz genau. Oder es kann hier bei uns in der Saunalandschaft abgeholt werden. Markus, wie funktioniert das Ding? Brauchen wir Strom oder irgendwas? Nein, also das Ganze wird mit Holz befeuert. Das ist ganz autark im Prinzip, vom Standort auch. Und rustikal hier, wie sich's gehört eigentlich, oder? Total gemütlich, ja. Einfach. Und ja, du feuerst das an und dann kannst du auch schon einen Aufguss machen im Prinzip. Willst du mal? Ja, ich würde gerne. Wir haben mal reinen Birkensud. Ja, und den gieße ich jetzt einfach mal ein bisschen auf hier. Achtung. Jetzt geht die Party aber los, du. Oh, es wird wärmer. Was kostet das, wenn man das mietet? Also wir haben eine Tagespauschale von 99 Euro für das Saunafass. Hier Abholung in der Saunalandschaft und 169 am Wochenende. Das ist eigentlich auch eine ganz geile Partyidee, oder? Ja, also auch hier Sportvereine und so weiter mieten das immer ganz gerne. Ja, machen dann Training und danach in die Sauna. Hier schön Entspannung dann neben Sportplatz. Geile Idee, wirklich super. Aber ich habe auch noch eine neue Geschichte. Wir haben einen mobilen Whirlpool jetzt neu. Würde ich dir auch noch mal gern zeigen. Ihr habt einen mobilen Whirlpool? Ja, ganz neu. Guck mal. Heute die Premiere. Ja, gerne. Komm, gehen wir mal. Die Damen, kurz aber schön. Ja. Viel Spaß noch. Hallo, ciao. Ja, ich mache zu, damit die Hitze drin bleibt. So, wir müssen ein wenig höher. Da ist er. Da ist er schon. Das ist ja im Prinzip so simpel. Oder ein Anhänger, du packst drauf, was du brauchst. Genau. Aber das ist ja fantastisch. Wird Holz befeuert auch. Ja. Und blubbert aber auch. Blubbert, klar. Das hängt am Strom dran. Hallo. Hallo. Ist warm. Hervorragend. Ach, guck mal. Komm doch bitte mit rein. Habt ihr noch ein Plätzchen frei? Auf jeden Fall. Ja, okay, dann. Immer. Markus, dann wirklich. Komm, wir gehen hier außen rum. Da musst du nicht steigen. So, Tobi. Hier habe ich noch ein Bierchen, dein Feierabendbierchen. Fantastisch. Das hast du dir verdient. Ach, merci. Das ist hier mobile, mietbare Wellnessparadiese. Ein Traum. Auf dich. Also, Butzbach ist eine Perle in der Wetterau. Und was wirklich bemerkenswert ist, es wimmelt nur so
von ganz tollen Menschen. Unglaublich netten. Ist ein Städtetrip wert. Auf euch. Prost, Markus.